Oh, es kommt doch jetzt schon. Seit Resident Evil 4 gehört das dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 6. Immer noch mit Zocker-Handy. Mit Miss Fortuna LP. Die mir ihre Waffe durch den Kopf und durch die Brust und ach, überall durchsteckt. Wie? Ah. Ja, jetzt. Oh, that ass. Oh, that ass. Hä? Jetzt bist du irgendwie durch mich. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, hast du davon. Was hat denn Jake für komische Haare? Guck mal. Überhaupt keine. Der hat auf dem Hinterkopf hat der so eine Schlängellinien und oben auf dem... Ernsthaft? Ist das Dreck oder sollen das echt seine Haare sein? Also wenn da oben... Also auf jeden Fall sieht es aus, als ob dir ein Vogel auf den Kopf geschissen hat. Ja, genau. Ah, das sind wieder Erkenntnisse. Ja, auf jeden Fall... Ja, bitte. Habe ich das Gefühl, das wird jetzt lustig. Deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Wie, es wird lustig? Deswegen hast du zu mir gesagt, nein, nicht dahin. Oh ja, Müllkramer. Hö, nö, ich hab's ja mitgeschoben. Okay. Kiste. Oh, hier ist ein Fahrrad. Kiste. Die Kiste, für Speed. Boah, das Fahrrad ist mir voll im Weg, ey. Voll, also, was? Wie, wo? Hä? Ich hab das... Das hast du... Ich hab das Fahrrad irgendwie hier rübergeschmissen. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Andi, das Fahrrad... Das Fahrrad sehe ich nicht. Das ist... 15 Millionen Dollar. Wie, du siehst das nicht? Nein, das Fahrrad stand gerade hier drüben und jetzt ist es weg. Ja, das ist durch die Wand geglitscht. Ja, jetzt ist es hier. Ja, jetzt ist es hier. Siehst du, wie ich es schiebe? Alter! Da ist kein Fahrrad. Hier ist ein Fahrrad und das wackelt. Jetzt ist es in dieser Lücke drin, ne? Nee, hier ist der Reifen. Jetzt ist es in der Lücke drin. Jetzt ist sie richtig hinten in der Ecke. Achso, das war schon. Ja, wir sehen, man sieht, wir haben so leichte Sinkprobleme. Geil! Oh. Das ist ein Buggy-Fahrrad. Ja, es ist bei uns immer nicht alles synchron. Kann man das auch umwerfen? Nö, aber die Mülltüte! Die Mülltüte des Todes und den Dingsbums. Den Dingsbums. Oh, hier sind nochmal Kisten. Wie nennt man das denn? Was? Dieses Zeugs. Ach, einfach eine Straßenhüte, oder? Verkehrskegel? Straßenhut. Nein, Verkehrskegel. Straßenhut. Man nennt's von mir aus, wie du willst. Pizza hat, der Pizza hat. Solange denn nicht. Ja, Kentucky Fried Chicken eine Pizza hat. McDonald's. Oh, ja, McDonald's. Kentucky Fried Chicken. Du willst echt so eine verkackte Scheiße. Boah, ey. Ich hör Stimmen. Ich hör Schüsse. Hinder. Andi. Psst. Mein Gott. Was war denn das? Was war was? Na, hier sind oh, zwei Leute. Oh, Granate, für dich keinen Platz Amerika mehr. Oh mein Gott. Amerika ist immer an allem schuld. Wir sind nicht die Bösen, Jake. Diese Terroristen haben auch auf unser Land Biowaffen losgelassen. Ja, genau. Und genau. Sie sind der Einzige, der sie retten kann. Wie? Sag ihm das nicht so oft, er wird nur arrogant. Da ist ein Dings. Was? Oh ja. Oh ja. Bumm. Ich kann gar nicht mehr aufnehmen. Ich bin auch relativ... Das hier Granaten für mich, Funition, ja genau. Muni... Hör auf zu lachen. Ich wohne zu Hause. Ich wohne zu Hause, genau. Hör auf damit, Andi. Was? Sag mal, wie lädt man denn hier irgendwelche Kackmoni in diesen Granatwerfer rein? Nee, du musst es dann... Ja, du musst den Waffenmodus wechseln und dann einfach nachladen. Nee, das hat nicht funktioniert. Also habe ich so eine Granate nicht. Dann hast du gar keine. Pech gehabt. Habe ich jetzt wirklich nicht gehabt. Das können meine Zuschauer alle bestätigen. Gut, wenn nicht, dann nicht. Dafür muss... Ja? Was wenn dann? Dann Witze. Erzähl ruhig deine billige Drohung weiter. Leute! Hör auf, die anzulocken! Andi! So lädt der nach jedem Kackschuss nach? Was ist denn das für ein Opfer? Hier brennt's. Ja, passiert. Es brenzlig hier. Also ich komm zu dir. Was kann ich denn hier attackieren? Kann ich hier über das Auto? Wo bist denn du gerade hingerannt? Warte mal, V, jetzt drück ich V. Ah, da bist du. Achso, hier. Oh, da hast du mich voll erschrocken. Das bin ich, Mann. Entschuldigung, ich hab mich erschrocken. Hätte mal lieber den Typen hier. Andi. Weiche aus. Achso, bist du schon. Hä?
Ich musste gar nicht ausweichen. Der hat ganz woanders hingezieht. Okay. Witzig. Robbt der was? Jawohl. Okay, weg hier. Es kommt noch gar nicht das, was ich dachte, was kommt. Okay. Ich mach alles zurück. Durch China. Ja, durch China. Hallo? Boom, in dein Gesicht, Junge. In deine Face, Bitch. Assi. Wo bist du denn? Ach, du schießt. Verrecke. Ach, du schießt. Irgendwie ist aber, ich muss mal ganz ehrlich sagen, von dem bei dem Jake hier ist das irgendwie merkwürdig mit dem Schießen. Die Waffe ist merkwürdig. Wieso? Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist, ich kann das schwer erklären. Das ist so, man hat ein Zielfaden, also man hat ein Fadenkreuz auf jeden Fall. Aber das ist halt, weil der Rückstoß der Waffe so mit eingeplant ist. Bei dem ist der Rückstoß, glaube ich, höher als bei Leon. Nee, Quatsch, nicht Leon, sondern als bei Dingsbums Waffe. Von Pierce. Oh! Okay, der ist tot. Wir sollten hier langsam weg, glaube ich. Ja, ich glaube auch, wir sollten langsam ein bisschen abhauen. Okay. Hier war irgendwo noch eine Kiste, glaube ich. Ob der was? Hier sind noch Kisten. Was? Ah, fuck, der ist ein Kokon. Okay, weg los, hier. Komm schnell. Ja, ich komme. Komm zu mich. Hä, wo bin ich denn jetzt hingerannt? Ja, bestimmt schon wieder in die falsche Richtung. Nein, ja, wie genau. Immer. Ja, hier sind Granaten für meinen Dingsbums, aber ich habe keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Warte, ich schmeiß was weg. Ich muss wieder zurück. Warte mal ganz kurz, Andi. Stirb doch einfach. Es tut mir leid. Wieso? Ist doch alles... Blendgranate. Pass auf, hinter dir. Deck mich. Oh, Alter. So, okay. Okay, nachladen. Warte. Super. Der hat voll die Hechtrolle nach hinten gemacht. Ich hab jetzt eine Errungenschaft. Mal wieder freischalten. Okay, los, schnell weg. Mach den Ende ein Leiden. Toilette. Verriegelt. Los, auf sie. Wie, da stellen wir bitte jetzt fest, dass die verriegelt ist? Wollt ihr mich verarschen? Wieder rein. Andi. Ja, von hier oben. Aber das geht nicht. Ich weiß nicht, wohin. Warte, hier ran. Wo denn? Hast du was? Okay, nee, doch nicht. Hier, Andi. Oh, ich bin so dumm. Ernsthaft? Ja, okay, Entschuldigung, ich kann ja auch nicht alles wissen. Nein, du kannst es ja auch nicht wissen. Ich kann mir nicht alles merken. Ah, das kann nur ich. Ja, toll, wozu bin ich jetzt so? Egal, hier oben bin ich, glaube ich, trotzdem sicherer. Warte, ich fahr. Geh unten hin, ich mach die los. Geh unten zur Tür. Sie ist offen, komm her. Okay, ich hab sie gehört. Ja, Mann, nee, komm jetzt her. Ah! Andi! Komm! Weg! Oh, Kisten! Oh, Kisten! Hüpf zum Thema weg! Ja, ja. Pau. Okay, warte. Andi? Was? Sterben wir gerade oder bin ich mir das ein? Ich sterbe gerade. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Oh, was sind denn das für Huren? Viecher. Das war jetzt gerade gemein. Du bist gerade gestorben. Wir sind beide gestorben, das war gerade gemein. Das war aber echt fies. Oh ja, jetzt schießen die. Oh, vor allem wieder das Ganze nochmal. Jetzt bin ich sauer. Lass mich in Ruhe. Komm, wir rennen. Ich mach das schnell. Willst du mich alleine mit denen lassen oder was? So, ja, nee, das kann ich ja nicht. Au! Oh, hier ist eine grüne Pflanze. Hab ich schon. Grüne Pflanze. Das war nice. So, jetzt mach ich das Spiel aber tot. Mach's tot. Aber so richtig tot. Ich mach mit. Guck mal, jetzt ist tot. Gut, sehr schön. Natürlich musste ich gerade jetzt was geil wurde nachladen. Pass auf, der droppt doch noch was. So. Wie? So. Ah, hier ist noch eine grüne Pflanze, die würde ich eigentlich gerne mitnehmen, ja. Aber ich habe echt keinen Platz. Ich muss kurz wieder die Blendgranaten rausschmeißen. Mann, dass die auch einfach nicht richtig vernünftig zielen kann, die alte Usch. So, zum Thema, du magst ja Claire so gern. Das ist nicht Claire. Mann. Ach, scheiße. Fail. Sherry, ja. Sherry, du stehst mir im Weg. Sherry, Lady. Warum mutiert sein Scheißarm? Lass mich doch in Ruhe, du Scheiß-Assi. Listen to your heart. Oh. Alter. Ich komme.
Was für ein Todeskill. Oh, ich kann den voll so einen Todeskill geben. Wie krass. Das hat. Wie krass. Was für ein Opfer. Vor allem ein Todeskill. Ja. Was ist denn ein Todeskill? Das ist der Kill, wo du dann stirbst von. Ah. So, und jetzt komm. Geh da hoch. Ja, ich halte hier die Stellung. Okay. Ich versuch's jedenfalls. Ja, ja, und ich beeil mich. Aber bleib schon mal in der Nähe von der Tür und pass auf, dass dieser Kokon da nicht ausschlüpft. Ich nehme mal schon mal die Magnum und lade die mal nach. Ja, mach. Ich wusste das. Noch irgendwas Wichtiges? Nö. This time, no. I had the time of my life. And Sherry was with me. Oh, girl. Da kommt der zweite. It's the truth. Komm, du kommst durch. Ich gebe dir Rückendeckung. Komm, Andi. Boah, was hat die für einen Rückstoß, die Knarre? Andi, komm durch die Tür, verdammte Scheiße. Ja, warte doch mal. Es ist doch sinnlos, wenn die Viecher denn eh da durchkommen und uns platt machen. So habe ich doch alles erledigt. Was hast du denn? Oh, hier sind ja voll die Schätze. Auf zu weinen. Du bist so ein Killer. Jetzt aber schnell, hier ist noch einer von denen. Nein! Jake, ich komme gleich ins Spiel rein und versohle dir deinen fetten Hintern. Hast du die Kisten gemacht? Nee. Ja, ich komme ja. Wann hast du die Kisten gemacht? Mann, ey, ich habe gar nichts gemacht. Labert mir zu viel Unsinn. Eine Leiche. Noch eine Leiche. Warte, ich muss kurz. Ich geh mal hier hoch. Mal nachladen. So, okay. Jetzt geh ich wieder runter. Jabus! Ich stolper hier die ganze Zeit über Leichen. Ah, pass auf, da kommen die Viechers. Wow. Da kommen die Gegners. Da kommen die Gegners. Da kommen die richtig Badass-Gegners. Aber ich kick die alle mit einem Tritt in die Fresse. Bumm. Brauchst du Hilfe? Nö. Nicht mehr. Oh. Ich hab doch nicht kapiert, wie das funktioniert hier mit denen, aber okay. Scheiße. Hi. Oh, fuck. Hast du es gesehen? Nö. Ja, dein Bad-Bitch-Ass-Slack-Move. Den habe ich gesehen. Hier kann man hoch. Aber wir müssen ja nicht hoch. Muss ich das machen? Wieso? Wir müssen durch die Tür hier. Aber wir sind über Leitern, wo man nach oben kann. Das hat eine andere Bewandtnis. Warte. Ach, da bist du. An hinter dir kommt wer, das bin ich. Das habe ich auch gemerkt, dass da Leute kommen. Ah. Oh, ich habe echt keine Ausdauer mehr, krass. Wie wir beide mal reintreten. Hör immer reintreten. In eine Pflanze? Hey! Ja, ich komm, ja! Vor allem. Ach, ich kann leider nicht mehr. Ich auch nicht. Egal. Du auch nicht! Guck, wie fertig wir sind. Jetzt geht's wieder das bei mir. Das Gestöhne, Alter! Warte mal. Hier Kisten. Geil! Mal, nach. Mal schnell noch nachladen. Da ist eine neue Waffe. Wer? In 9 Metern gibt's eine neue Waffe. In 5 Metern. Hallo. Ach so, ich muss die so aufmachen. Schätzchen. Ja, Schätzchen. Die Waffe in 1 Meter. Läufst du immer nach oben, ne? Ja. Geil, eine Schrotti. Oh, Shotgun. So soll's sein. Mach du die Scheiße alleine. Ich mach das gar nicht mit denen. Ja doch. Boah. Ich sehe nur, wie du fällst. Andi, das hast du doch jetzt mit Absicht eigentlich gemacht. Nicht. Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Ach, wo bist du? Aber ich bin nicht so hart wie du, Supergirl. Ja, ja. You're a Supergirl. And Supergirls don't cry. Ich wechsle mal die Waffe. Mann, schieß doch einfach auf den. Auf wen denn? Nein, ich doch nicht. Oh, fuck. Andi? Ja, ja. Ich muss auf jeden Fall da hinten hin. Ich renne einfach. Ich kann dir gar nicht richtig helfen. Ja, lauf einfach, ich laufe auch. Tschüss, laufen alles. Können wir beide. Der kriegt ja eins fett mit der Shot. Ach, scheiße. Okay, das war eine beschissene Idee. Ah, jetzt hab ich Problem. Ah. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Andi? Ja.
Das ist vielleicht doch eine beschissene Idee gewesen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ah, da muss ich hoch. Verdammt, ich hab's gesehen. Da muss ich hoch. Oder auch nicht. Ach, scheiße, hier baue ich einen V. Ich muss dir Hilfe geben. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich bin, ja. Ich bin tot. Das gibt's. Ich habe ja auch keine Munition. Ich bin so doof. Ich komme da ja gar nicht runter, oder? Wo muss ich denn hier hin? Ich glaube, du musst runter mitkommen, weil... Es ist spät. Wie soll ich denn, wie soll ich denn... Das ist so ein Fail. Weißt du, was das Problem ist? Das kann ich sogar analysieren, weshalb ich hier rumfaile. Warum bin ich jetzt hier unten? Weil du doch mit runter musst. Bleib mal stehen, lauf mal nicht weiter. Aber weißt du, was mich hier, was mein Problem ist? Nee. Du wirst so getrieben, eine Entscheidung zu treffen, was du aber nicht machen kannst, weil du nicht genug Zeit hast. Also das Spiel, das forciert diese Entscheidung und dann rennst du ins Verderben. Und das passiert mir hier ganz oft. Ich bin eigentlich eher so eine ein bisschen besondere Spielerin, die gerne nochmal einen Moment drüber nachdenkt, was sie jetzt eigentlich machen will. Verstehst du, was ich meine? Nö. Au, doch, ich weiß, was du meinst. Ey, wieso bin ich jetzt doof? Du bist nicht doof. Hast du gerade gesagt? Weil du gesagt hast, nein. Und ich habe irgendwie, ohne Scheiß, ich habe, hier kann ich dir helfen. Komm her. Dann bin ich ja wieder da oben. Ach so. Oder? Ich weiß nicht. Kannst du von oben Deckung geben? Ich habe keine Ahnung, Andi. Ich muss doch hier durch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch viel weniger, wenn du es schon nicht weißt. Oh, Kisten. So, tschüss. Rennst du jetzt weg? Nee, ich habe jemanden getötet. Und ich schwör's dir, diese Entscheidung fiel mir echt nicht leicht. Ihr seid so eine Penner. So eine penetranten Penner. Diese Jarvus. Pedopenner. Ja, diese Jarvus nerven langsam. Ich mochte das schon nicht, dass... Ich nötiger als Sprengfallen. Ja, du mochtest das schon nicht, was? Ich mochte das schon nicht bei Resident Evil 4. Okay, fuck. Ah, da tauchen ja keine Jarvus auf. Okay, wo muss ich hier hin, verdammte hierher. Drück auf V! Drück auf V! Ja, ich muss an dich, hier sind so viele Leute, ich muss erstmal gucken. Oder was auch immer du drücken musst, damit du gucken kannst, wo ich bin. Ja, es ist V. Okay, du bist da drüben. Was, wie, du bist da drüben? Immer muss ich nicht zeigen. Ja, bleib einfach, wo du bist. Wo sind die? Wo ist das Vieh? Was macht dieser Penner? Gut, dass ich komme. War wohl nicht die beste Idee, du komische Echse. Das ist ein Jurassic Park hier, Alter. Hilfe! Wo ist die zweite da vorne? Ich komme. Okay, das Vieh ist tot. Ach so. Ach, jetzt auf einmal kannst du es. Hier durch die Tür durch. So. Das ist übel. Ist da was? Du rennst aber auch immer weiter. Wenn ich gerade versuche, so voll taktisch vorzugehen. Was da, für ein taktisches Da war ein Eblem. Scheiße. Wo? Durch die Leiter durch. Vielleicht treffe ich es auch noch. Ach da! LOL. Voll das Bambusgerüst. Hup. War richtig, ey. Wir haben hier nur Probleme. Boah, ich kann auch gar nicht mehr kommentieren, ey. Das ist übelst schlimm. Jake. Das fällt mir bei Resident Evil immer mehr auf, wenn man sich irgendwie so konzentrieren muss die ganze Zeit. Nee, immer noch nicht. Was? Immer noch nicht? Oh, nichts. Nada, niente. Na dann, jetzt. Alles gut. Ich muss, warte mal, ich sammle hier null Shotgun-Muni auf. Ich muss jetzt mal was. Wir Shotgun! Das gehört dazu, die Shotgun. Oh fuck. Andi. Oh, es kommt doch jetzt schon. Seit Resident Evil 4 gehört das dazu. Ist das ein Kettensägen, Magini? Ja. Ja, zumindest so eine Bewegung. Wow, nein! Nicht so nah ran! Es zerfetzt sie!
Moment, ich war gerade dabei, was wegzuwerfen. Warte, ich helf dir! Assi-Monster! Warte mal, kann man da ran? Kann man das? Ja, kann man das. Geil! Okay, ich muss schnell nachladen. Wenigstens können die im Rennen mal nachladen. Scheiße! Nein! Andi, ich helf dir! Warte, ich komm zu dir! Scheiße, außer ich... Oh oh! Haha, fail! Bitch! Du hast meine Vagina! Bring dich in Sicherheit! Oh fuck! Weg da! Moment, habe ich die Munition, die ich eigentlich gerade gebrauchen könnte? Ja! Oh, wie schnell ist das Vieh, ganz ehrlich! Okay, Magnum! Unsere Chance, okay. Was auch immer. Hey, wieso kann ich hier hochklettern? Was ist da los? Wieso kann ich hier nichts machen an dem... Andi, nein! Ich hab grad keine Waffe. Schnell! Oh. Haha! Andi, bring dich in Sicherheit! Es ist tot. Was ist das jetzt? Blöde Foot. Boah, aber ohne Scheiß, ey. Oh. Oh, das noch. Hey, ne, so schaut euch an. Vorne, Himmel. Was? Bitte? Ich hab nichts gesagt. Doch, hast du. Guck mal, da ist die Tür frei geworden. Ich hab voll Hunger auf so gebratene Ente oder so. Was? Dann nicht Hunger drauf. So, gibt's dir was zum Einsammeln? Aber Andi... Ja, wir müssen die Party beenden. Genau, genau. Aber sammel erstmal ein, wenn es noch was gibt. Gibt's noch was? Ja, hier ist eine Kiste. Mit dem Kraut. Wo bist das, du? Das trifft sich gut. Das kannst du ja nicht leiden, wenn ich dich frage, wo du bist. Ass, fuck it! Das war gerade eine Mischung aus Fackeln und Fucken. Ja, irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Fuck it! Bleib stehen! Dann wird das Worte beenden. Ich dachte gerade, du rennst weiter, weil ich deine Stimme gehört habe. Deine liebliche, zarte, kleine, schäbige Stimme. Ja, nee, so. Zurück. Ich weiß, was ich tue. Sehr gut. Nein. Ich weiß, was ich tue. Sehr gut. Das ist verrückt. Nein. Ich weiß, das zu schätzen. Okay, ich weiß, was ich tue. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ja, und wir sehen uns dann. Ja. Ach, warte mal, noch besser. Wir danke. Uns ganz herzlich fürs Zusehen. Sehr gut. Das sind mir warte, nämlich. Moment, ich möchte dazu noch sagen. Moment. Los auf sie. Nein. Los auf sie. Mann. Los auf sie. Nee. Warte das mal. Man dankt. Nein, ja, naja. Los auf sie. Nein, ich wollte noch mal... Los auf sie. Ach, leck mich. Und vor allem, wir finden das... Sehr gut. Genau. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.